So, wir haben heute noch mal ganz kurz, um dann in der Stunde weiterzukommen, eine kurze Übung vor, und zwar zum Ausklammern und Ausmultiplizieren, gegebenenfalls also Vereinfachen eines Terms durch Kürzen oder was auch immer. Das schauen wir uns mal an. Beispiel, wie hier schon geschehen. Hier schauen wir uns mal dieses Ding an. Hier habe ich 6x ausklammern können und dementsprechend, weil ja unterm Bruchstrich 6x stand, aber wir Summen nicht kürzen dürfen, in diesem Fall die ganze Sache so umgeformt, dass wir kürzen können. Das war ein ganz einfaches Beispiel, dass man da auch ohne Variable kürzt. Also hier, ich teile durch 6x, hier durch 6x, bleibt eine 1, durch 1 können wir uns schenken, bleibt, dann kann ich auch die Klammer weglassen, 3 plus 6x plus 2 und so weiter übrig, mehr nicht. Und das Ganze und genauso dieses Ausmultiplizieren, das mal das, so eine Klammer und immer schön die Bögen drunter machen und so, das machen wir jetzt. Mach mal kurz Pause, schreibt zwei Aufgaben hin. So, die beiden Aufgaben erstmal als Einstimmung, bloß mal so, also den oberen Term vereinfachen, durch Ausklammern, über den Bruchstrich ausklammern und dann gucken, ob man kürzen kann und den zweiten einfach ausmultiplizieren. Gut, jetzt haben wir das Ergebnis und zwar mal schnell zur ersten. Ich habe mal hier alles ausgeklammert, was möglich war, das war hier eine 4. Dann steht hier in schwarz 4 mal in Klammern und so weiter, kann jeder sehen. Durch 2 alles. Jetzt kann ich die 4 und die 2 kürzen. Dann steht 2 mal in Klammern x² plus 2x plus 4. Wenn ich das wieder ausmultipliziere, komme ich zu dem blauen Ausdruck. Kommen wir mal zu einer anderen Variante. Denn wenn ich bloß kürzen will, dann wäre es ja blöd, gleich eine 4 auszuklammern und hinterher nochmal mehr zu schreiben. Also kann ich auch hier oben nur 2 ausklammern. Dann hieße das Ganze 2 mal, dann bleibt in der Klammer 2x² übrig plus hier die 2 ausgeklammert, 4x plus 16 durch 2 ist 8 in Klammern und durch 2. Und wenn ich das jetzt kürze, dann komme ich nämlich genau zu diesem Ausdruck, wie ich haben will. Andersrum, was übrig bliebe, wäre das folgende, und zwar nur das, ohne Klammern. 2x² plus 4x plus 8, ne, so wie hier. Das bliebe hier automatisch übrig. Also, je nachdem, was ich machen will, will ich weiterhin einen Faktor als Term haben, ein Produkt, dann habe ich hier den Faktor 2 und der andere Faktor ist die gesamte Klammer. Hier ist es also, gibt es zwei Varianten, je nachdem, was ich haben möchte. Wobei ich die zweite Variante hier, die ich hier noch gelb markiert habe, für eleganter halte, also nur 2 auszuklammern. Aber wer 4 ausklammert und das so stehen lassen möchte, dann als zweimal und so weiter. Das ist auch möglich. Hier unten habe ich wieder Tippeltappeltur gemacht. Ich habe unten angefangen. Erster Schritt war 5 mal 5, 25. Zweiter 5 mal plus x, plus 5x. Jetzt zweites Glied der ersten Klammer. Minus x mal 5 ist minus 5x. Und minus x mal plus x ist minus x². Da das hier wieder rausfällt, ja, das wird 0, kann ich das so zusammengefasst schreiben. Fragen? Jetzt mal wieder eine Aufgabe zum Ausmultiplizieren. Das heißt, wenn ich zusammengefasst schreibe x plus 3 in Klammern zum Quadrat, dann bedeutet es ja eigentlich in Klammern x plus 3 mal in Klammern x plus 3. Jetzt multipliziert das mal aus, also das mal das, ne, geht's los, x² und so weiter und so fort und fasst hinterher zusammen. Und wer schnell ist, dem gebe ich mal diese Aufgabe, x minus 3 in Klammern zum Quadrat. Bitte auch ganz sauber ausmultiplizieren. Erst auflösen und dann ausmultiplizieren und dann geht das so weiter. Ich mache mal Pause und dann sehen wir uns wieder nach dem Zusammenfassen. So, jetzt, ich habe mal ganz bewusst an dieser Stelle Stopp gemacht, weil die zweite werde ich kurz mit erklären. Man sieht hier aufgesplittet in Klammern x plus 3 mal x plus 3 ergibt dann x² plus 3x plus 3x plus 9. Zusammengefasst, ich habe hier an der Stelle mal ganz bewusst was gemacht und zwar, ich habe hier 2 mal 3 mal x, ne? Weil hier habe ich ein 3 mal x und hier habe ich noch ein 3 mal x. Das habe ich als jetzt mal so hingeschrieben, obwohl man das gleich zusammenfasst als 6x. Gut, machen wir das Ganze mal mit der zweiten Geschichte. Wenn ich das ausmultipliziere, ergibt das x², dann minus 3x, wieder minus 3x und minus 3 mal minus 3 ist plus 9. Und das ergibt dann in diesem Fall x² und hier habe ich 2 mal minus 3x, also minus 6x plus 9.
Machen wir das Ganze mal mit folgendem. Wir machen es mal bloß mit Buchstaben. Macht es nochmal. A plus B in Klammern zum Quadrat ergibt was? Und A minus B in Klammern zum Quadrat ergibt was? Das Ganze genauso tippeltappeltur hinschreiben, ausmultiplizieren. Wer sich vielleicht schon einen Schritt sparen kann oder möchte, der macht das schon. Wer nicht, der macht das ganz stur, so wie in der allerobersten Zeile, und dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt mal frecherweise gleich das Endergebnis hingeschrieben, weil ich das schon weiß. Und es war noch ein Schüler, der wusste das auch gleich. Der hat es auch gleich ganz frech hingeschrieben. Warum das so ist, ergibt sich aus Folgendem. Ich muss ja hier bei dieser, hier, ich mache das mal bunt, bei dieser hier muss ich ja Folgendes schreiben. Und zwar, das ist ja eigentlich, schreibe ich es mal in hellgrün, in Klammern A plus B mal in Klammern A plus B. Bis dahin, glaube ich, sind wir uns einig. Und jetzt, ich mache jetzt mal in schwarz weiter, weil es übersichtlicher ist. A mal A ist A Quadrat. A mal B, beides positiv, ist plus AB. B mal A, jetzt kommt das hier, ist plus A mal B. Wir wollten ja immer schön ordnen. Und B mal B, beides positiv, ist plus B Quadrat. Wenn ich das jetzt hier wieder plus AB plus nochmal AB, wenn ich das zusammenfasse, ergibt das 2 mal AB. Plus AB plus AB ist 2 mal das. Das und das nochmal ist 2 mal das. Das gleiche, ich mache das jetzt mal in blau, ergibt sich hier, wenn ich das hier so schreibe. Also, das wäre A minus B mal in Klammern A minus B ergibt dann, ich mache jetzt in schwarz wieder weiter, A mal A, A Quadrat, A mal minus B ist minus AB. Minus B mal A ist minus AB, geordnet. Minus AB könnte ich auch schreiben, aber ich ordne es gleich, damit es besser auffällt. Und minus mal minus ist plus, also plus B Quadrat. Jetzt gucken wir wieder in Yelp. Minus AB und noch so ein Ding ist minus 2 mal das. Minus 2 AB. Daher kommt das. Und jetzt die große Frage. Ahnt ihr eine Gesetzmäßigkeit? Also hier, das war ja der blaue Teil hier unten und der grüne Teil hier oben. Ahnt ihr eine Gesetzmäßigkeit, die uns das umständliche Hinschreiben nochmal ausmultiplizieren, zusammenfassen, erleichtert? Im Moment ahnen wir es noch. Ich mache mal noch ein Beispiel. Nehmen wir mal x plus 4 in Klammern zum Quadrat. Jetzt sage ich, das ist x Quadrat plus, ich schreibe mal hin, 2 mal 4x plus 16. Oder ich nehme mal x minus 4 in Klammern zum Quadrat. Das ist jetzt noch nicht komplett zusammengefasst. Ich könnte 2 mal 4 noch als 8 schreiben. Ne? Ist x Quadrat minus 2 mal 4x plus 16. Ahnt ihr was? Ich mache es mal farbig. Ich fange mal an mit hellblau. Na, ich wollte das so hellblau machen. Das x wird zum x Quadrat. Das, die 4, egal ob plus oder minus, wird immer zu plus 16. Plus mal plus ist plus und minus mal minus ist auch plus. Achso, ich wollte das andere noch blau machen. Das x Quadrat. Und dann kommt immer eine 2. Das mache ich mal lila. Dann kommt immer eine 2. Hier auch. Und jetzt kommt wieder, komischerweise, weil wir es geordnet haben, sieht man es vielleicht nicht so schön. Jetzt kommt wieder das, was vorher in der Klammer steht. Und das, was dahinter in der Klammer steht, das kommt jetzt wieder. Hier. Das erscheint wieder. Und einen Haken hat es noch. Und den gucken wir uns mal an. Und ich glaube, den seht ihr auch. Und den werde ich mal umranden in Rot. Das Plus. Hier steht es, das Minus, hier steht es. Gucken wir es uns jetzt nochmal an. Selbst wenn die beiden Bestandteile in der Klammer, sage ich mal locker dazu, größer werden, also ein bisschen scheinbar komplizierter, 3x ist nicht gerade kompliziert, auch dann kann ich die Formel so anwenden. Dann sage ich 3x mal 3x ist 9x². Und jetzt, ich schreibe mal gleich das Äußere hin, minus 4 mal minus 4 ist plus 16y² wird hinten stehen.
So, und hier in der Mitte steht ja 2 mal, aber das Minus gibt uns das schon vor, hier, dieses Minus gibt uns schon ein Minus vor. Und in der Mitte steht 2 mal 3x mal 3y. 3x mal 3y. Zusammengefasst würde das heißen, das schreibt man dann auch so, 9x² minus 2 mal 3 ist 6 mal 3 ist 18, minus 18x mal y, xy plus 16y². Das jetzt mal bloß nebenbei. Also es geht auch mit scheinbar komplizierteren Bestandteilen in der Klammer. Das funktioniert ganz genauso. So, aber das Grundgerüst, und das ist eigentlich dieses hier, a plus b in Klammern zum Quadrat oder a minus b in Klammern zum Quadrat ergibt das und so weiter. Das bleibt überall erhalten. Ich mache nochmal Pause, falls es Fragen gibt. Gibt es auch. Ja, ja, das kommt davon, das muss hier heißen mal 4y und dann wird das anders. Ich habe mich schon beim Rechnen gewundert. Das sind dann 24xy, danke. So, okay, nochmal Pause. So, ich werde dieses Video jetzt an der Stelle erstmal abschließen und wir kommen jetzt zur eigentlichen. Und zwar, das ist die hier die erste und das ist die zweite binomische Formel. Die fassen wir aber zusammen, weil wir wegen des Plus und Minus letzten Endes immer den gleichen Ablauf erkennen. Das werden wir also dann machen. Jetzt, ich werde auch hoffentlich dann den Verweis hier einbauen. Hier auf, meistens rechts unten mache ich das. Da dann draufklicken, dann kommt man zum nächsten Video. Das war also dieser Teil, die Einführung über Ausmultiplizieren, Ausklammern und so weiter, um zur binomischen Formel zu kommen. Ich mache das Video an der Stelle dicht.